Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Witcher 1. So, wir werden jetzt vom Haus des Menschenfressers zur Siedlung gehen, der Ziegelbrenner, und dann gucken wir mal, wo die anderen Arbeiter sind, die ich noch befreien sollte. Ich glaube, die waren ja bei der Tongrube, weil ich da noch gar nicht vorbeigegangen bin, oder? Oder die... Entweder hier in der Tongrube oder in der ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Oder in der Tongrube, in der Höhle. Jo, ich bin ein bisschen neben der Spur, aber egal. Ich hoffe, dass ich die finde. Vielleicht bringt mir das noch irgendwas außer Kohle, weil eigentlich, ja. Cool ist jetzt nicht gerade mein Manko. Zumindest im Moment. Wir gehen dann erstmal quer rüber zu den Ziegelbrennern in der Tongrube. Achso. Ein bisschen falsch gelaufen, aber egal. So, mal die Kräuter einsammeln. Noch was. Bup, bup, bup. Eieieiei. Bleib mal. Nein. Sehr schön. Ja. Und weg mit dir. Es lädt sich ja eine sehr schnell auf. Brauche ich mir darum überhaupt keine Sorgen zu machen. Dann müssen wir die auch ganz schnell erledigen und mal gucken, was an der Tongrube los ist. Zutaten looten wir trotzdem. Wie immer. Was ist denn jetzt los? Ich mache meinem Nachbarn ein bisschen Stress. Trommeln die ganze Zeit unter mir herum. Jetzt haben wir die auch noch. Nee. So, jo, hier ist nichts los. Ich glaube, das waren sogar die ersten, die ich befreit habe. Ich habe die befreit. Ich habe die befreit. Wo soll noch? Ach so, am Totenacker. Da wollte ich gucken. Ah, so habe ich mich mal wieder daran erinnert. Gehen wir hier quer durch. Können wir mal gucken. Komme ich hier hoch? Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Sehr schön. Das Spiel ist ja manchmal da ein wenig, ja, unfreundlich, sagen wir so. Hier waren ja wieder so hässliche Viecher. Aber komm, wir gehen zuerst zur Höhle. Da waren wir jetzt zwar bisher nur einmal drin und da war ja dann nichts los. Geschweige denn, weiß ich gar nicht. Ich weiß, dass ich einmal damals geguckt hatte, um das Kind vielleicht da drin zu finden. Aber gefunden habe ich ja trotzdem nichts. Feuerstelle, Leichnam. Ist hier noch was in dem Leichnam? Ich weiß, dass wir den schon mal angeglupst hatten. Eieiei. Ich würde glatt. Habe ich bereits gelesen. Okay, aber das ist ein bisschen Geld wert. Scheiße, kann ich nicht anlegen. Hier, damit wir einen Inventarplatz frei haben und ich mir den Fisch snacken kann. Den Grundstoff für Tränke, den hätte ich mir eigentlich auch holen können. Aber wahrscheinlich werden wir hier drin sowieso... Oioioioi, Knabe, okay, ist auch der Typi. Speichern, das wird auf jeden Fall ein etwas längerer Kampf. Können wir mir, glaube ich, sogar einen Trank reinhauen. Ja, komm. Schwalbe habe ich jetzt gerade nicht da, aber damit müssen wir jetzt erstmal die hier erstmal kaputt machen. Okay. Aber wahrscheinlich hätte ich hier auch so hinbekommen. Jetzt mal ehrlich. Also wieder mit meiner Rückzugs- und Vorschirmtaktik von wegen dem
anderen immer mal wieder mit meinen Hexer-Zaubersprüchen sozusagen nach hinten werfen und dann direkt köpfen. Das hätte vielleicht gut geklappt. Jo. Köpfst ihn? Geralt? Danke. Zeitlupenmodus aktiviert. Ja, okay, es wäre wirklich nicht nötig gewesen. Weg mit dir. Oh. Ach, die sind zum schweren Schlag, deswegen mache ich da kaum Schaden. Gut, schnell. Habe ich dich getroffen. Nee, ins Gesicht. Pow! Und nochmal. Ich habe gedacht, es wären mehr. Ich bin jetzt ein bisschen verguckt. So. Ja, ich helfe doch schon. Cool, wie spät es ankam. Ah, jetzt seine Waffe verloren. Mega. Ja, okay, dann ist es jetzt noch drauf prügeln. Die Hilfe des Aufsehers. Spannung. Kann ich mir einen Trank jetzt hinterfeuern, weil ehrlich gesagt die ganze Zeit die Kacke sehen will ich nicht. Macht versteckte Gegner sichtbar. Können wir mal einfach lesen, damit wir es schon mal getan haben. Vergiftet, verwundet. Okay, das bedeutet da, ja, das könnte man. Gut, ja, dann müssen wir ja mal wieder im Zeitlupenmodus agieren. Das hätten wir auch ein bisschen besser machen können, glaube ich. Oder das... Na okay, nach 2 Minuten. Gut, wieder sinnlos aufgeregt. Ey, warum ist es schwarz? Ich habe gedacht, da kommt jetzt irgendeine Videosequenz. Ja. Zeitlupe! Hallo, Geralt! Wir sind gerettet. Endlich. Euch müssen die Götter geschickt haben. Nein, ich bin von allein gekommen. Ihr seid frei. Habt ihr das gehört, Leute? Wir gehen nach Hause. Bevor ihr geht, erzählt mir, was ihr über die Salamandra wisst. Die haben uns in einem Lager eingepfercht. Eine Gruppe könnte im alten Holzschlaggebiet sein. Danke. Ja, da waren wir schon. Ich muss mit Vaskar sprechen. Aus dem Weg. Jo, wir haben jetzt kaum irgendwie was verloren. Da trage ich auch immer noch die Wolfspelze mit mir rum. Ach komm, jetzt hier. Ich muss diesen ganzen Dreck mal verkaufen, ey. Ja komm, ehrlich gesagt, ich werfe jetzt auch ein paar Sachen weg. Den kann ich mal anlegen. Du kannst weg. Und wenn, selbst wenn, ich kann sie ja wiederholen, wenn ich sie brauchen sollte oder Geldnot ist. Den anderen Shit habe ich auch sehr lange nicht gebraucht. Der Bote der Götter hebet mich von den Knien und befreit mich von meinen Ketten. Bist du das vermisste Kind des Ziegelbrenners? An unbekannter Küste saß ich weinend und gedachte meines Heimatlandes. Also haben dich weder Druiden noch Dryaden entführt. Gesegnet sei der, welcher ein Schwert wieder meine Feinde erhebet. Gut. Und jetzt ab nach Hause. Wer stünde über den Göttern? Ich. Na klar. Ich mach mich mal auf den Weg. Geralt hat auch nicht gesagt. Wir haben recht. So, dann haben wir schon mindestens mal wieder was getan.
Pilze können wir auch mitnehmen. Achso, hier für YouTube ist es ja schon wieder super dunkel hier. Shit, das habe ich jetzt nicht so bemerkt. Wollen wir jetzt die Höhle noch durchsuchen? Ist das so sinnvoll? Ach komm. Brauche ich diese Broschen? Ich habe doch schon 10. So, ab raus. Weiße Myrte. So, Feuerstelle. Wir können mal kurz gehen. Einmal pennen. Tränke brauen. Und dann mal gucken, wo wir hin müssen. Gewandtheit. Oh, ich habe 2 Silbertalente bekommen. Das ist nice. Das können wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Das klingt sehr gut. Ausdauer. Das ist auch ganz nice. Das können wir mitnehmen. Alkoholrausches. Ja, den können wir mal ein bisschen schneller vergehen lassen. Das ist eigentlich auch nicht so schlecht. Achso, hier haben wir noch keine Bronze-Sachen mehr. Das war Feuer. Ach, das war der, diese Barriere, dieser Schild war. Gar nicht mal so bad. Dann müssen wir wahrscheinlich auch dann öfter benutzen. Mal gucken. Axi, was war denn das? Bewirkt Angst. Okay, gut. Das war dieses diese Falle auf dem Boden. Aber das finde ich jetzt eigentlich insgesamt gar nicht so mega. Kann ja immer ein bisschen mehr Schaden machen. Wirkt nur, wenn der Gegner geblendet ist, aber blenden kann ich in dem Moment eigentlich nicht so. Von Einäschern, okay. Ja, das lassen wir erstmal so. Upp. Dann können wir noch das machen. Machen wir 3-mal weiße Möwe und wo war der? Waldkauz war Ausdauer. Ja. War das jetzt schon wieder? Ah ne, Schwalbe, Entschuldigung. Das wäre jetzt beinahe wieder so voll geworden. Kann ich Geisteröl? Ich will mal irgendwie so Bomben lernen. Das finde ich ganz cool. Aber jetzt erstmal das so lassen. So. Dann wäre jetzt eigentlich schon wieder der Sumpf fast abgeschlossen, würde ich ja fast sagen. Ach nee, ich müsste noch... Nee, war die im Sumpf, die eine Frau, die ich finden sollte? Mit dem Merken habe ich es echt nicht so. Ach so, mit Vaska soll ich jetzt erstmal labern, Thala, bla bla bla, der ist sowieso tot.
das. Ach so, genau, das soll ich noch machen. Auf dem Deich geben? Das ist ja beschissen. Gefühlt, ich bin zu früh hier. Ich werde zu Vaskas gehen, dann gehen wir zum Deich. Denn ich glaube nämlich, dass ich, also stand ja gerade da, dass ich erstmal den Familienring den Typen auf den Deich geben muss. Und da will ich jetzt nicht direkt durch. Dann geht erstmal die Quest weiter. Genauso wie ich muss erstmal mit Riastro oder wie der heißt sprechen im Tempelbezirk. Und dann kann ich in den Sumpf oder dann wird mir die Option, die ich hier im Sumpf machen muss, offengelegt. Naja. Komm, komm mal. Ach, schade. So. Na. Wir sind jetzt trotzdem gut vorangekommen, haben schon mal ein paar weggehauen. Vaskar steht auch vorne, beziehungsweise draußen. Was? Hauptsache, ich kann mit der pokern. Ich fand euer vermisstes Kind. Ich danke euch, Weißer Wolf. Er ist schwer zu verstehen. Es wurde gesagt, wer da die Götter versteht, der sei einmalig in der Menge. Denn ihre Gedanken fließen dahin wie die tiefen Wasser. Also soll er so sein. Er, von einer ertrunkenen Frau geboren, soll jene führen, die den Weg der Götter ins Königreich unter dem Wasser einschlagen. Man hilft doch gern. Was? Ich habe alle Ziegelbrenner befreit. Sie haben die bösen Taten der Salamandra bestätigt. Ich danke euch für eure Tapferkeit. Wenn ihr die Banditen vernichten wollt, sucht den Hierophanten im Hain auf. Die Droiden beobachten die Salamander. Das werde ich tun. Ich weiß, wie man euch am besten entlohnen kann. Ich gebe euch den Segen der Wassergötter. Ihr dürft in den heiligen Wassern des Sumpfs baden und frohlocken. Ich fühle mich wahrlich geehrt, denn wer ist größer als die Wassergötter? Yo! Geil. Ja, irgendwie was noch Cooles vorstellen können, aber okay. Ja, shit. Dann müsste ich eigentlich schon wieder zum Druidenhain. Aber wenn ich sowieso noch... Habe ich das richtig verstanden? Ich gehe jetzt erstmal zurück. Weil, keine Ahnung, ob ich hier nochmal her muss, aber ich... Hier beißen die besser als oben am Deich. Schon was gefangen. Nee. Ob? Darf ich mal kosten? Vielleicht ist noch gebacken. Mit dem kann ich handeln. Oh, verdammt. Ja, okay. Was zum Essen und Trinken wäre jetzt gar nicht so schlecht. Aber ich habe ja gar keinen. Bringt mich auf die andere Seite. Gar keinen Zeit Platz. Habt ihr euch entschieden? Kann's losgehen? Sonst hätte ich euch wohl kaum bezahlt. Bringt mich in die Stadt. So, weg. Brauchen wir alles nicht sehen. Das haben wir schon oft genug gesehen. Kaufmann am Deich. Okay. Ach, okay. Fährmann. Verzweifelter Kaufmann. Ihr seht weder wie ein Temeria noch wie ein Redania aus. Ja, es gibt auch noch andere Menschen, tut mir leid. Hexer! Ich war im Sumpf. Ich glaube, ich habe euren Familienring gefunden. Vielen Dank. Hier ist eure Belohnung. Lebt wohl. Lord. Fertig! Ich erhielt mein Lohn. Ja, und was? Und wie viel?
Hafenhure. Wegen diesen verdammten Dieben brauchten wir Wachen. Yay. Kann ich eigentlich jetzt irgendwann mal nach Alt-Visima rein? Ich will's sehen. Halt, hier kommt keiner durch. Blast euch nicht so auf. Darf ich fragen, warum? Kann man das? Nicht mal der Kaiser von Nilfgaard darf passieren. Befehl des Hauptmanns. Warum würdet ihr den Kaiser nicht passieren lassen? So lauten meine Befehle. Jetzt verstehe ich, warum wir den Krieg gewonnen haben. Nee, yeah. Blast. Nicht mal der... Warum? So laut... Jetzt... Bla, 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 bla. So, gut, ja. Dann kommen wir halt nicht durch. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es einfach nur so da hingesetzt wurde. Da sollte früher oder später dann noch reinkommen. Aber ich würde sagen, wir sehen uns erstmal dann in der nächsten Folge von The Witcher 1 wieder. Also haut raus, bis dann. Tschüss.